Ich sage ja, du hast ja jetzt was anderes zu lernen, nämlich vor nichts und niemandem Angst zu haben und zuerst einmal dich über nichts und niemanden aufzuregen. So, du hast jetzt Prüfung. Bist du dir schon hundertprozentig sicher, dass du über alles lächeln kannst? Beantworte dir die Frage von selber. Und immer daran denken, wenn du jetzt als Brösel unter Brösel bist und ihr würdet das besprechen auf der Brösel-Ebene. Ich sage, schau in dich rein, du kannst die anderen belügen, aber du kannst mich nicht belügen. Und ich bestrafe Selbstlügen, dass du dir einredest, ich habe das verstanden. Ich werde dich so zuscheißen mit Reizauslösern, wo ich weiß, du wirst in die Hosen scheißen vor lauter Angst. Und da werde ich dir dein Großmaul stopfen. Selbstlügen sind ganz, ganz schlimm. Und das müsste alles nicht sein. Du müsstest nur die einfachen Sätze verstehen. Oder unser Andrea in ihrer Großphase, ich weiß ja alles, ich weiß ja alles. Ich sage, wenn du das damals zurückgeblättert alles gewusst hättest, wäre dir sehr, sehr viel die letzten Jahre erspart geblieben. Das Leben beweist dir, dass du eben noch nicht alles weißt. Und es geht nicht um Wissen, es geht erst darum, was bedeutet Bewusstsein sein? Ein absolutes Nichts zu sein. Aber wenn ich das doch wirklich weiß, wenn ich es nicht nur nachplapper, nachäffe, sondern dass ich wirklich weiß, wer und was ich bin, rot gelesen, in der Esoterik zum Beispiel.